vor ihrer Trennung im Jahr 2011 zählten die Flippers zu den erfolgreichsten Schlagerbands in Deutschland. Einige Zeit ist nun schon vergangen, seitdem sich Bernd Hengst, Olaf Malulewski und Manfred Durban getrennt haben. Doch was ist aus dem Trio geworden? Was machen die ehemaligen Schlagerstars heute? Nach dem Aus der Band wollte sich Manfred Durban laut der Augsburger Allgemeinen Zeitung dem Motorradfahren widmen. 2016 verstarb der ehemalige Schlagzeuger der Band jedoch im Alter von 74 Jahren an einem Herzleiden. Olaf Malulewski ist immer noch im Showgeschäft und brachte bereits 6 Soloalben heraus. Zunächst trat er als Olaf auf, seit 2013 als Olaf der Flipper. Sein Album Daumen hoch, das am 11. August 2017 erschien, erreichte direkt Platz 4 der deutschen Charts und zählt bis jetzt zu seiner erfolgreichsten Chartplatzierung. Bernd Hengst hingegen hat sich schon lange aus dem Musikbusiness zurückgezogen und lebt mit seiner Frau Edith und seiner Enkeltochter zusammen.